Aber bitte, 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 bitte nicht so viel. Bitte, bitte. Ja, die Energie- und Heizungspläne der Bundesregierung liegen auf dem Tisch. Diese Pläne kommen einer ubiquitären Enteignung gleich. Das, was hier gemacht wird, was auch im Volksmund Heizungsmassaker genannt wird, ist etwas, was die Mittelschicht nicht mehr tragen kann. Man muss sich so vorstellen, damals war es so, in einer, sage ich jetzt mal, privaten Vermögensverwaltung, dass man, wenn man in Rente geht, ein abgezahltes Haus haben sollte. Wenn man dem gefolgt ist und ein Haus, ein Eigenheim zur Verfügung hat, was abgezahlt ist, dann ist das, was diese Ampelregierung hier fabriziert, natürlich der Genickschuss für jeden, der für das Alter vorgesorgt hat. Die Kosten, die auf die Menschen zukommen, sind nur durch die wenigsten zu tragen. Ich bin wirklich schockiert. Ich weiß nicht mehr, wie man so etwas überhaupt noch erklären soll. Also Dummheit alleine kann das ja schon gar nicht mehr sein von Habeck. Ich kann mir das nicht erklären, wie man so wenig Sachverstand haben kann und sich über die Konsequenzen nicht im Klaren ist, was hier fabriziert wird. Es ist ein Eingriff des Staates in die privaten Eigentumsrechte der Bürger, die eigentlich durch das Grundgesetz geschützt sind. Und das Ganze geht ja immer weiter. Wir haben neben der grassierenden Inflation, also der Entwertung unserer Kaufkraft, jetzt eben auch politische Eingriffe gegen die Eigentumsrechte durch diese komplett wahnsinnigen Verordnungen. Also ein Zwang für Wärmepumpen, das muss man sich mal vorstellen, ein de facto Verbot von Öl- und Gasheizung ab dem Jahr 2024 mit den einhergehenden Dämmgesetzen. Das kann ein normaler Bürger nicht mehr tragen und das wird dazu führen, dass die Mittelschicht verarmt, dass Menschen, die sich das nicht leisten können, ihre Häuser verkaufen müssen, also ein sogenannter Fire Sale. Und wenn das passiert, werden wir es mit drastisch fallenden Häuserpreisen zu tun haben, weil es niemand mehr stemmen kann. Also eine drastische Umverteilung von der Wohlhabenden. Und fürs Alter vorgesorgten Mittelschicht hin zu etwas anderem, was jetzt noch niemand absehen kann. Also das ist ein ganz breit angelegtes Verarmungs- und Enteignungsprogramm der Bundesregierung. Und jeder, der einigermaßen Sachverstand oder auch nur vernünftigen Menschenverstand hat, der muss das sehen, dass das unser Land regelrecht ruiniert. Damit will ich es für heute bewenden lassen. Deutschland ist schon lange ein grenzenloses Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte geworden. Und was tun Sie dagegen? Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals. Ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst.